gibt ja zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle, darum sind auch einige junge Spieler jetzt dabei. Wie schätzen Sie grundsätzlich die Ausgangslage gegen Estland ein? Was sind die Esten auch für Team? Ja, also generell, wir kennen sie ja aus der letzten Quali für die Europameisterschaft. Zweimal gewonnen. Genau, da konnten wir sie zweimal schlagen. Ja, es sind andere Vorzeichen. Es ist alles, ja, muss man auch als Sportler sagen, die ganze Pandemie und so Sachen, man ist halt oft gezwungen, auch einfach irgendwie zu improvisieren. Und ja, jetzt aktuell glaube ich, dass wir, ich denke, wir sind die stärkere Mannschaft auf jeden Fall, wenn wir unser Potenzial auf die Platte bringen können. Ja, die Esten sind körperlich sehr stark. Ich glaube, in Estland selber ist der Handball nicht ganz so groß, aber haben auch, wie Mait Patrai, den ich aus Deutschland kenne, auch Spieler, die nicht jetzt Weltspielerformat haben, aber schon gestandene Erstligaspieler sind in der deutschen Bundesliga. Und da muss man einfach gucken, dass wir unseren Stiefel runterspielen. Und dann bin ich mir guter Dinge, auch mit den eigenen Fans im Rücken, dass man da mit zwei Punkten dann nach Estland fliegt. Heißt, man muss gleich vor der ersten Sekunde an den Kampf annehmen und auch die Körperlichkeit und zuerst mal in der Defensive sich aufstellen, und um dann in der Offensive zuschlagen zu können? Genau, ich glaube, das wird auch das Augenmerk von unserem Trainer sein, dass wir einfach eine stabile Deckung stellen mit einem guten Torhüter dahinter. Ich glaube, mit Ralf Patrick Häusle, der auch in seinem eigenen Wohnzimmer tatsächlich vor heimischem Publikum im Tor steht, werden wir einen guten Rückhalt haben, und dann kann man eben über ein schnelles Tempospiel zu leichten, schnellen Toren kommen. Und wenn man dann vor allem zu Beginn, wie Sie gesagt haben, heiß ist, da den Kampf annimmt, dann kann man auch solche Mannschaften relativ schnell brechen, und dann ja, hoffentlich wird es dann mit einem guten Ende für uns ausgehen und mit einem klaren Sieg, dass man dann mit einem guten Polster am Sonntag in Dahlin dann antreten kann.